willkommen zur Motorshow. Heute mit dem neuen BMW Z4. Unserer hat unter der Haube den 305 PS 3-Liter Motor. Und über den Insassen hat er ein festes Klappdach aus Aluminium. Gestartet sind wir am Morgen wie immer in Zürich, haben dort erstmal vollgetankt und uns dann auf den Weg gemacht. Unser Ziel? Autobau. Die Erlebniswelt am Bodensee in Romanshorn. Also ich finde diesen BMW einfach hinreißend schön, ganz gleich, ob mit dem Hardtop oder ohne. Die Strip-Show hier dauert 20 Sekunden und funktioniert natürlich per Fernbedienung. Der Hingucker vor jedem Straßencafé, da können Sie sicher sein. Besonders froh bin ich, dass BMW sich bei der Seitenlinie diesmal abgewandt hat von dem hässlichen Hängebauch, den es bislang gab. So sieht das viel besser aus. Kurzer Blick in den Kofferraum. Unter dem gefalteten Dach bleibt nur noch ein Mini-Platz von 180 Litern. Es ist halt ein Roadster. Und ein Roadster. Es gibt wirklich nur wenige Autos, die so schön brummen. Der absolute Clou, beim Hochschalten lässt es das Doppelkupplungsgetriebe richtig schön knallen. Ach, weniger schön, die Bedienung der Schaltung. Hier hinterm Lenkrad geht's aufwärts, auf beiden Seiten. Und zum Runterschalten drückt man diese kleinen Öhrchen hier. Das finde ich nicht so praktisch. Das Innendesign ist sehr, sehr edel, aber für meinen Geschmack viel zu verwinkelt. Rechts vom Tunnel helle Farbe, links vom Tunnel dunkle Farbe, auf der linken Seite vom Armaturenbrett Holz, auf der rechten wieder keins. Überall unterschiedliche Linien, nicht so mein Geschmack. Für einen Roadster ist dieses Auto erstaunlich komfortabel abgestimmt. Das dreistufig verstellbare Fahrwerk für 1850 Franken Aufpreis kann aber auch anders, nämlich hart. Was der ganze Spaß kostet, erfahren Sie jetzt, dazu die technischen Daten. Den BMW Z4 gibt es ab 72.000 Franken. Unser Testwagen kostet inklusive Zubehör 95.630 Franken. Er hat 2.979 Kubikzentimeter Hubraum, 6 Zylinder und 305 PS. Von 0 auf 100 dauert's, Doppelkupplung sei Dank, 5,1 Sekunden. Der Roadster hat ein Drehmoment von 400 Newtonmeter. Der durchschnittliche Verbrauch liegt laut Werk bei 9 Liter auf 100 Kilometer. Der CO2-Ausstoß beträgt 210 Gramm pro Kilometer. Der Z4 schafft damit die Energieeffizienzkategorie E. Von der Formula Student jetzt wieder zu unserer Formula Z4. Bruno, wie gefällt er dir? Wunderbar, wunderschönes Auto, schöne lange Hube, wie es muss sein. Die ist schon extrem lang, oder? Ja. Und die Seitenlinie, sie ist anders als beim Vorgänger? Ja, es ist viel besser akzentuiert, gefällt mir auch sehr gut, macht das Auto schön lang und dynamisch, wie es muss sein. Hier gehört ein Klappdach drauf, vorher war es ein Faltdach, ein Stoffflatterdach, was ist besser? Also, wenn man richtig den sportlichen Anspruch hat, wäre ein Stoffdach schon besser. Aber man muss halt mit der Zeit gehen, oder? Und hier drin, da finde ich es ja sehr speziell. Ja, es sieht halt aus wie daheim in der guten Stube, oder? Aber nein, es gefällt mir auch sehr gut. Echt? Also, ja, wirklich. Die Linien, die Optik bei so einem Auto ist ja nur die eine Seite, oder, Bruno? Worauf es ankommt, ist doch das Fahren. Bitte schön, fertig machen zur Probefahrt. Schönes Auto, das ist wirklich wunderbar. Die Schaltung ist. Ich schalte lieber noch mit dem Knüppel, weil da vorne, das ist überhaupt nicht intuitiv. Aber wenn sie schaltet, das kommt schön. So, ich glaube, ich halte den Bruno jetzt mal an, sonst hört er gar nicht mehr auf zu fahren. Stopp! Jetzt! Das Bruno-Fazit. Ist dieses Auto seine rund 95.000 Franken wert? Ja oder nein? Das Auto schon, die Schaltung am Lenkrad nicht. Aber zum Glück kann man auch noch unten schalten. War auch mein Eindruck. Ich wünsche toi 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 für die Formula Student. Lasst das Auto ganz.
Also ich fühle mich richtig wohl in diesem Auto. Das kann natürlich am Wetter liegen, aber es liegt auch am 3-Liter Turbo, der so richtig Druck hat, an dem Doppelkupplungsgetriebe, an dem tollen Sound. Aber davon hatte ich Ihnen ja schon vorgeschwärmt. Sprich, ich kann von diesem Auto nicht genug bekommen. Was mir allerdings zu viel ist, der Gesamtpreis. Rund 95.000 Franken. Und das Gewicht, an die 1600 Kilo leer, das dürfte sich auch auf den Verbrauch auswirken. Aber der liegt bei nur 9 Liter im Schnitt, laut Werk. Für 305 PS Turbo sind aber auch die etwas über 10 Liter, die wir heute gebraucht haben, nicht schlecht.